was machen, sagt, wie ihr seht, es wird jetzt ein paar Tutorials für die Unreal Engine geben. Ich habe jetzt noch so keine wirkliche Struktur dahinter. Ich werde einfach mal querbeet durchgehen. Ich werde natürlich mit den Basics anfangen, wie man jetzt natürlich in die Unreal Engine kommt, wie man eine erstellt. Ich bin auf die Idee gekommen, einfach weil, ja, gesagt, ich arbeite selbst mit der Unreal Engine und mir ist halt aufgefallen, Tutorials gibt es jetzt halt nicht so viele. Die Dokumentation an sich ist in Unreal jetzt halt auch nicht so geil. Und dann habe ich gesagt, okay, ich leiste jetzt einfach mal meinen Teil und zeige einfach mal so Basic Stuff, was ich halt schon kann, was ich, ja. Einfach mal, vielleicht gibt es ja da einen oder anderen, den das interessiert und vielleicht das auch mal machen möchte. Ja, warum auch nicht? Die Unreal Engine an sich ist kostenlos. Ich werde euch auch im Laufe der Zeit zeigen, wie ihr halt Assets erstmal reinkriegt, wo ihr auch Assets herbekommen könnt oder Materialien kostenlos und auch kostenpflichtig, je nachdem, was ihr möchtet. Generell, wie halt der Umgang halt mit der Engine ist. Ich werde dann ein paar Blueprints zeigen und so weiter und so fort. Okay, fangen wir damit an. Wo kriege ich jetzt eigentlich generell erstmal die Engine her? Ganz einfach, die ist ja von Epic Games. Also, ab zu Epic Games. Einmal hier Startseite. Ja, anmelden müsst ihr euch selber, würde ich euch generell empfehlen. Das Schöne ist, später wird es nochmal wichtig, wenn ich euch zeige, wo ihr kostenlose Assets herkriegt. Epic Games arbeitet mit Megascans zusammen. Dort bekommen wir kostenlose Assets und Materials, die wir alle nutzen dürfen. So, wenn wir uns jetzt angemeldet haben, einmal hier in die Engine oder zur Engine. Wir wollen starten. Hier haben wir dann die Auswahl. Einmal die Publishing-Lizenz, mit der könnt ihr, wenn ihr denn möchtet, später auch Spiele veröffentlichen. Heißt aber, ihr kriegt erstmal alles umsonst. Wenn ihr ein Spiel verkauft, will Epic 5% vom Gewinn. Macht ihr irgendwo auch Sinn. Die bieten euch ja was an. Ihr habt komplette Engine, mit der ihr kostenlos arbeiten dürft und sobald irgendwas verkauft wird, wollen die 5% davon. Hier ist halt für alle anderen, die halt nichts verkaufen möchten, die können auch die hier nehmen. An für sich jetzt erstmal egal, was ihr nehmt. Wir wollen ja erstmal kein Spiel veröffentlichen. Ich gehe halt dennoch auf, eventuell will ich ja irgendwann mal ein Spiel veröffentlichen, also gehe ich hier drauf und lade mir das runter. Ich habe den schon, also brauche ich den ja nicht nochmal runterladen. Ihr ladet euch den runter, installiert den wie halt jedes andere Programm auch, das man installieren kann. Ich glaube, heutzutage sollte jeder dazu imstande sein, was zu installieren. So, dann haben wir hier den Launcher. Den machen wir auf. Dann sind wir auf der Startseite. Das Schöne auch an Epic, die hauen immer mal wieder gratis Spiele raus. Momentan Ark Survival und halt Samurai Showdown gibt es momentan kostenlos. Bis zum 18. Danach kommt wieder was anderes. Ah, hier haben wir schon. Steht schon dran. Okay. Das sieht jetzt nicht so aus. Okay. Wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollen ja jetzt nicht spielen. Wir wollen ja in die Engine. Also, wir gehen in die Engine. Hier haben wir einmal die Startseite zur Engine. Hier kommen auch immer wieder Updates raus. Das finde ich ja mal komplett interessant. Ich bin echt gespannt, ob die das wirklich so viele Features, was die versprochen haben, auch wirklich in die fünfte Engine reinkriegen. Das wäre so nice. Es sind so coole Sachen geplant. 2021 wird sich zeigen, was wirklich drüber kommt. Dann halt hier gibt es auch den Button Erlernen. Hier gibt es verschiedene, also Dokumentation generell und halt Tutorials und auch eine Community. Das meiste ist halt wirklich komplett in Englisch. Wer das sprachmächtig ist, kann sich ja mal durchschauen. Wie gesagt, man findet halt leider nicht zu allem was. Es sind halt immer spezifische Sachen, die man suchen muss, aber ja. Mal gucken. Dann halt Marktplatz wird später wichtig. Hier kann man Assets kaufen. Ja, teilweise kaufen. Man kriegt auch teilweise kostenlose Sachen. Ich habe jetzt heute diesen wunderschönen Drachen runtergeladen. Den habe ich mir noch nicht genau angeguckt. Aber ich habe gesehen, okay, der ist für 0 Euro. Da kannst du nicht viel verkehrt machen. Dann hole ich mir mal einen schönen Drachen. Hier werden wir später auch mal durchgehen, wenn es darum geht, wo bekomme ich Assets her, die ich halt nicht selber gemacht habe. Die man auch nutzen darf. Ist auch mir wichtig, man kann viel sich runterladen, aber darf man das auch nutzen? Die werden ja extra von Epic bereitgestellt, dass man sie halt nutzen darf. Dann halt die Bibliothek. Hier werdet ihr wahrscheinlich erstmal nichts haben. Ihr ladet euch die passende Engine-Version runter. Ihr könnt problemlos auch die neueste runterladen. Die macht keine Probleme, keine Kinderkrankheiten, wie immer. Ist ja immer so, wenn eine neue Version rauskommt, hat jemand am Anfang mal so ein paar Kinderkrankheiten. Aber die funktioniert einwandfrei. Ich habe jetzt schon seit langem drin gearbeitet, habe jetzt so nichts Gröberes gefunden.
Auch war schön zu wissen, es solltet ihr ein Projekt haben, das halt noch in der älteren Version ist und könnt ihr problemlos in die neuere Version reinholen. Epic speichert sich halt auch wirklich die alte Version, behält die bei und macht eine Kopie, die sie dann upgradet. So habt ihr dann beide Dateien. Falls hier wirklich was schief läuft, habt ihr die hier als Backup. Generell, wenn ihr längere Zeit in irgendeinem Projekt arbeitet, macht euch Backups. Ist immer ein guter Tipp. Ich habe das erste Mal von meinem Dozenten nicht eingehalten, habe meine komplette erste Engine-Arbeit verloren, musste es nochmal nachholen, was halt sehr viel Zeit kostet. Und deswegen macht Backups so einmal im Monat oder je nachdem, wie aktiv ihr seid. Backups einfach auf eine externe Festplatte, auf eine andere Festplatte, auf Google Drive, wo man hier halt alles hinpacken kann. Oder halt habt ihr was gekauft in der Bibliothek, im Marktplatz, dann ist der hier auch. Wie man das Zeug dann halt in die Engines holt, zeige ich euch ja dann später in dem passenden Tutorial. Wir wollen jetzt erstmal was machen. Das Schöne ist ja auch hier, ihr könnt auch Shortcuts erstellen, ihr könnt eine Verknüpfung erstellen, was ich getan habe. Ich habe mir den Editor auf den Desktop gepackt. Einfach, dass ich den Launcher nicht immer öffnen muss. Der zieht halt immer ein bisschen Leistung, teilweise auch ein bisschen mehr. Also einmal den Launcher öffnen. Mal ein bisschen ASMR nebenbei, indem ich meinen Kaffee rühre, während das lädt. Und hier sieht man auch wieder meine Projekte. Alle vollzählig vorhanden. Die habt ihr wahrscheinlich nicht, weil ist wahrscheinlich eventuell neu für euch. Hier hat man dann die verschiedenen Auswählen. Wir wollen ein neues Projekt. Wofür denn jetzt eigentlich? Games, Film, Architektur, Automobil, was weiß ich. Wir machen ja Games Art, also Games macht da schon mehr Sinn. Die haben verschiedene unterschiedliche Features dazu, die man halt unbedingt nicht bei Games oder so weiter braucht, weil halt ja jeder ein anderes Ziel hat. Dann kommen halt, ja, welches Template wollen wir jetzt benutzen? Ich rate davon ab, das blanke Ding zu nehmen, einfach weil die Sachen, die hier mit drin sind, bekommt ihr sehr schwer hier rein. Es geht, ist halt unnötig kompliziert, deswegen überlegt euch, was wollt ihr denn machen? Und sucht euch das Passende aus, je nachdem, was ihr für ein Spiel machen wollt. So der Standard für einfach, ich ziehe Stuff in die Engine und mache Fotos oder so weiter, ist halt einmal First Person oder Third Person. Hier habt ihr halt den Vorteil, ihr kriegt hier nochmal so Mannequins dazu. Die sind hier nicht drin. Hier habt ihr halt die Hand mit der Pistole. Ihr habt ja halt eine Pistole. Die funktioniert, da könnt ihr mit schießen. Die habt ihr nicht, ihr habt ja halt das Mannequin. Ich nehme jetzt einfach mal Third Person aus, weil ich möchte halt einmal machen. So bei den Projektsettings. Bei den Blueprints. Habt ihr einen Programmierer, der C++ kann? Könnt ihr gerne auswählen. Seid ihr nur Artist und habt keine Ahnung vom Programmieren? Lasst die Blueprints stehen. Da werden wir auch später mal ein paar Tutorials machen, wo man einfach ein paar Sachen machen kann. Jetzt irgendwas dreht sich oder so weiter. Oder irgendwas folgt einer Linie. Dann Qualität. Ja, ihr würdet Maximum, wenn ihr halt ja, so 2D-Plattformen oder sowas machen würden, auch Scrabbles reichen. Aber wir wollen ja was Schönes sehen. Also. Ja, Maximum Qualität. Wer den passenden Computer hat, der die Leistung hat, der darf auch gerne Raytracing anmachen. Meiner schafft das nicht, der raucht dann wahrscheinlich. Dann auch hier Desktop oder Handy. Wir gehen bei Desktop, weil wir wollen ja kein Handyspiel machen. Und hier beim Starter-Content würde ich auch immer empfehlen, macht den rein. Ihr kriegt kostenloses Stuff, das ihr nutzen könnt und erstmal verteilen könnt. Der schadet nicht. Dann hier unten, wohin wird das gespeichert? Ich habe bei DataD halt einen Unreal Engine Ordner, wo halt meine ganzen Projekte drin sind. Und wie soll das jetzt erstmal heißen, das Projekt? Stimmt jetzt einfach mal Testground. Create Project. So. Und jetzt wird unser Projekt erstellt. So. Und ja, da sind wir dann auch schon. Wir sind im Epic Launcher. Ein bisschen was ist standardmäßig immer angezeigt. Wir haben hier den Mannequin mit der Kamera. Ein bisschen zum Parcours laufen. Funktioniert auch alles direkt. Wir können hier erstmal spielen. Und mit unserem Mannequin halt laufen. Der kann auch springen. Und sehr, sehr langsam fallen. Mehr kann das Männchen halt jetzt erstmal nicht. Aber laufen und springen ist doch schon mal eine schöne Sache. Wie man jetzt generell mit dem Editor umgeht, was hier rundherum ist, werde ich jetzt im nächsten Tutorial zeigen. Einfach hier mal das User Interface durchgehen, was es hier denn alles so Nützliches gibt. Und dann nach und nach dann zeigen, wie komme ich überhaupt Assets rein, wo kriege ich Assets her, wenn ich die nicht gebaut habe, welche darf ich nutzen und wie setze ich vernünftige Materials auf.
Und so weiter und so fort. Ganz viel Stuff wird nach und nach gezeigt. Wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt, fragt mich ruhig im Voraus. Ansonsten gehe ich halt einfach mal querbeet durch, was mir halt so gerade in den Sinn kommt, was ich denke wäre praktisch. Tja, ich hoffe, das erste Video war sehr informativ für euch. Und wir sehen uns dann demnächst in einem weiteren Tutorial.